So Leute, Montag der 5. Ich war heute schon schön malochen in der Arbeit. Mein heutiges Bauwerkzeug steht hier. Eine Sackkarre. Tja, ich hoffe jetzt nicht, dass es noch mehr zum Regnen anfängt. Beziehungsweise, dass es gleich wieder aufhört. Ich habe heute vor, dieses Schanzfleckeck noch wegzuräumen komplett. Und genau dahin, also da wo das Fass steht, neben dem Fass hier, auf diesem Bereich und davor sollen dann die Steine vom kompletten Rand und die ganzen Pflanzen hinkommen. Dass, wenn der Nachbar endlich mal die Zeit findet, dass er da einfach dann loslegen kann, dass nichts mehr im Weg ist. So, und jetzt haben wir den Scheißdreck, jetzt fängt es richtig zum Pissen an. Meine Fresse. Gut, dann habe ich noch 5 Minuten Zeit. Für die, wo das DGM-Video vielleicht nicht anschauen oder das noch nicht mitgekriegt haben, DGM war sehr geil. Was nicht so geil war, ist, dass ich jetzt da hinten den Grünpol im Hintergrund stehen habe. Warum? Mir hat ja auf der Fahrt mein Getriebe zerlegt. Bin gut heimgekommen wieder. Allerdings nur im 4. Gang maximal, aber es hat alles geklappt. Sprich, ich habe jetzt nebenbei auch noch ja, die Arbeit, dass ich einen Motor komplett ausbauen muss, Getriebe austauschen, Motor wieder einbauen, weil mit dem Umbau bei meinem Auto ist es nicht so einfach. Ja, das kommt jetzt auch noch mit dazu, aber definitiv hat die Grillkota Vorrang. Ja, außer wenn es so regnet wie jetzt. Aber dann könnte ich ja unterm Dach eigentlich mit den Balken weitermachen. Das wäre natürlich jetzt heute auch noch eine Möglichkeit. Naja, gucken wir mal, ob es gleich wieder zum Regnen aufhört oder nicht. Häuschen wird genutzt und wenn es noch so kurz ist, hilft ja nichts. Ja, wie gesagt, ich stelle das jetzt voll und dann kommen die Steine auch noch rüber. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Steine sich da auf 1, 2, 3, 3, 4 Meter verstecken können. Boah, ich zeig's euch mal schnell. Also die Steinchen hier, das ist gerade mal der Stuckel von der Mauer bis daher. Ha! Naja, hilft ja nichts, weg muss es. Und ich habe gesagt, ich mache den Mist heute. Und wenn ich zum Bluten anfange, egal, ich mache weiter. Was machst du jetzt für einen Scheiß?
Da misshandelt der das gute Rasenkart, um seinen Müll wegzufahren. Ich glaub's da gar nicht. Frechheit. Und dann verdrückt er sich wahrscheinlich wieder. Mensch. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tja, Leute, wie ich es gesagt habe, sein eigener Mist auf die Schnelle, ruckzuck. Ja gut, der hat noch den Freischneider bereit gemacht zum Rasenmähen draußen. Aber auch bloß, dass das nächste Mal ganz schnell wieder weg ist. Tja, nicht mal ein Stein hat er angelangt. Was soll's. Ich bin fleißig dabei, aber jetzt haben wir es kurz vor 8. Ich habe heute auch keine Lust mehr. Schauen wir uns das noch schnell an. Michi? Ja? Essen bitte. Ich komme gleich. Ja, ihr habt es gehört, ich muss zum Essen. Darum mache ich jetzt ganz schnell. Den Haufen habe ich mittlerweile da drüben weg. Ja, gekommen bin ich bis zum Bäumchen. Um das Bäumchen rum wird dann ja sowieso abgegraben. Das Bäumchen selber, der Platz bleibt stehen. Und dann beauftrage ich jetzt einmal die Mädels für morgen, dass sie hier unterm Efeu noch die Steine einfach rausziehen. Wegräumen werde ich die dann morgen. Tja, da bin ich ja mal gespannt, ob das was wird. Ja, und dann habe ich noch was in Auftrag gegeben, sozusagen. Das wird auch morgen gemacht. Und zwar an die Nachbarin. Die darf nämlich mit den restlichen Ziegelsteinen hier bei sich drüben ein kleines Mäuerchen aufschichten. Tja, dass man die Wühlhunde nicht mehr den ganzen Dreck darüber wühlen. Boah. Naja, okay. Also nicht viel fertig gebracht heute. Wenn die Steine dann so weit weg sind und so, dann werde ich auf an die Balken gehen. Okay, wir sehen uns. Ciao.